Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein Fuß, hat ein Zettel im Schnabel, von der Flötenmama einen Gruß. Und was steht auf dem Zettel? Ich lese mal kurz vor. Nimm dein Instrument und lege den Schnabel der Blockflöte auf deine Unterlippe. Bewege nun deine Arme gleichzeitig wie die Flügel eines Vogels auf und ab. Wenn du diese Armbewegung ein paar Mal wiederholt hast, halte deine Arme in einem 45-Grad-Winkel vom Körper entfernt. Das sieht ungefähr so aus wie die rote Linie der Rutsche in der Abbildung. Wiederhole diese Bewegung mehrmals und kontrolliere deine Armhaltung vor einem Spiegel. Du kannst deinen Oberkörper dabei auch so bewegen, als würdest du wie ein Vogel durch die Luft gleiten. Viel Spaß beim Flügelflattern und durch die Luft gleiten!